Hallihallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Commentary-Video von mir. Ich bin heute wieder mit der AK Schallgedämpft mit Rückstoß. Dabei habe ich die Vorräte, Predator und den Kampfhubschrauber. Gleich zu Anfang versuche ich natürlich hier durch die Mitte zu rushen und mache den Start. Ich sage euch schon mal das Ergebnis, also mein KD ist 22 zu 3. Ich sterbe an drei wirklich doofen Toten. Und zwar versuche ich einmal mit der AK einen Wallbang zu schaffen. Also nicht zu schaffen, sondern hier durch die Tür zu schießen, was mit Schalldämpfer aber nicht geht, weil ich keinen Treffer drauf habe. Das soll uns aber jetzt nicht weiter vom Gameplay stören. Ich habe jetzt eigentlich bei diesem Video kein großes Thema. Ich habe eigentlich fast nie ein großes Thema, aber ich finde, wollte, dass ich mal mehr über so ein Thema oder so rede, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. So, beim ersten Commentary habe ich eigentlich gute Bewertungen bekommen, finde ich, also dafür, dass mein erstes Commentary war, habe ich relativ gute Bewertungen bekommen. Ja. Das war natürlich ein gutes Commentary. Ach, was ist Commentary? Gutes Gameplay. Was meiner Meinung nach wirklich mega gut kommentiert wurde von mir. Ich dachte, das war mein erstes. Und ja, warum spiele ich mit der AK? Letztes Gameplay habe ich auch schon mit der gespielt. Und zwar, ich habe damals immer mit der MP7 gespielt und in einem Clan, wo ich drin war, hat ihn noch als Newbie, wo ich mit der MP7 zum Beispiel frei für alle oder so ein Game gewonnen habe. Immer direkt Newbie, nur weil ich mit der MP7 gespielt habe. Ja, weil ich finde, die MP7 ist eigentlich relativ gut für Anfänger. Ich hatte die MP7 zu dem Zeitpunkt auch mit Gold. Aber ich wollte jetzt einfach mal nicht mehr mit Maschinenpistolen spielen, sondern auch mal mit einem Sprunggewehr. Deswegen habe ich mir in dem Prestige Alice die AK freigeschaltet, mit dem ich hier jetzt gerade auch spiele und letztes Gameplay auch gespielt habe. Ich möchte die zu einem Waffe auch auf Gold haben. Also ich versuche jetzt immer so spezielle Waffen auf Gold zu haben, die schwierig auf Gold zu spielen. Zum Beispiel in Prestige 4 hatte ich die L118 fast auf Gold, aber dann bin ich Prestige gegangen. Also die L118A, das ist die Sniper. Ich glaube, das ist die zweite Sniper oder so. Die hatte ich auf Level 29 und dann bin ich Prestige 5 gegangen. Und dadurch halt nicht mehr das Camo mitgenommen, was heißt Camo, die Tarnung mitgenommen. Was ich sehr schade eigentlich finde, denn immer jedes Mal die Waffen neu zu spielen, das finde ich auch ein bisschen doof. Also man hätte die Tarnung wenigstens lassen können, aber halt die Aufsätze zum Beispiel nicht vorteilhaft. Ja, wie versuche ich hier das Game zu gewinnen? Ich versuche möglichst immer dieselben Strecken hier zu laufen. Und zwar laufe ich hier immer den linken Teil zu dem Geschäft hin und vorne durch den Garten. In dem Gameplay bin ich kein einziges Mal hinten über die Treppe gelaufen. Na, geradeaus jetzt. Sondern immer nur den rechten Teil. Das würde ich euch auch mal empfehlen. Lauft einfach mal immer dieselbe Strecke. Lauft nicht quer durch die Map, sondern einfach nur so einen kleinen Teil. Und dort kommen auch immer Gegner her, die ihr dann halt abfangen könnt. Und so könnt ihr halt gut Punkte machen. Was ich euch noch empfehlen würde, jetzt bei Team Deathmatch nicht speziell, sondern eher frei für alle oder suchen und zerstören oder was auch immer, nehmt einen Schalldämpfer mit. Denn durch Schalldämpfer wissen die Gegner nicht, also die wissen schon, dass die geschossen werden, aber nicht von wo. Und man sieht euch oben auf der Karte nicht. Das ist für meiner Erachtens sehr vorteilhaft. Denn mit Schalldämpfer, aber wenn ihr auch schon mit Schalldämpfer Treffer habt, könnt ihr auch durch die Wand schießen, was ich jetzt bei der AK jetzt gerade freigeschaltet habe. Und ja, das Gameplay ist jetzt auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
bewertet dieses Video, kommentiert und abonniert mich, wenn ihr mehr kommentieren wollt. Und bis zum nächsten Mal, euer Philipp. Ciao.